Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Blackbird Live. Heute darf ich Ihnen die Pressemitteilung verkünden zum Landkreis Starnberg gegen SITA. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Am vergangenen Donnerstag hat sich im Wessling das Bündnis Stopp SITA TTIP Landkreis Starnberg mit insgesamt 19 Anwesenden gegründet. Die Unterstützungsorganisationen sind bis jetzt B90 die Grünen, die Linke, die ÖDP sowie Einzelpersonen, der Zutritt weiterer Organisationen wird erwartet. Das Bündnis wird sich dafür einsetzen, die Bürgerinnen und Bürger über die verschiedenen Handelsabkommen und ihre Auswirkungen zu informieren und Aktionen diesbezüglich durchführen. Die erste war bereits am landesweiten Sammeltag. Für das Volksbegehren gegen das Freihandelsabkommen SITA. Hier hat sich auch das lokale Bündnis beteiligt und dies mit großem Erfolg. Allein an den Infoständen im Landkreis Starnberg konnten die Beteiligten an diesem Wochenende über 300 der benötigten 25.000 Unterschriften in Bayern sammeln. Wir sind überwältigt. Zum Zuspruch der Menschen hier im Landkreis Starnberg im Fünfseenland. Insbesondere das Thema Schiedsgerichte und der Schutz der lokalen Wirtschaft vor den Großkonzernen war ein Thema, das die Landkreisbürgerinnen und Bürger sehr interessiert hat. Das europäische kanadische Freihandelsabkommen, kurz CETA, wird deswegen auch von vielen Seiten stark kritisiert. Weil mit dem ICS, Investment Court Systems, eine Paralleljustiz geschaffen werden soll. Die nationalen Staaten zu hohen Schadensersatzforderungen verklagen können. Aber noch ist es nicht so weit. Denn mit dem Volksbegehren werden wir zeigen, dass die große Mehrheit der bayerischen Bürgerinnen und Bürger dies nicht wollen. So die gesamten Bündnissprecher, von denen ich auch einer bin, im Fünfseenland. So die Sprecherin des lokalen Bündnisses Teubner-Benecke von den Grünen. Insbesondere das Thema Schiedsgerichte und der Schutz der lokalen Wirtschaft vor den Großkonzernen war ein Thema, das die Landkreisbürgerinnen und Bürger sehr interessiert hat. Dies selber persönlich ausdrucken und an das Postfach SITA-Klage 99066 nach Erfurt schicken, frankiert mit 70 Cent. Ich lese das kurz noch einmal vor, weil Sie bekommen natürlich Ihre eigene Identifikationsnummer zu der Klageschrift. Verfassungsbeschwerde
Nein, zu Sita. Sita wurde im Geheimen ausverhandelt und soll in Kraft treten, bevor ein einziges Parlament in den Mitgliedstaaten seine Zustimmung dazu erteilt hat. Ein Demokratieskandal. Wir, die Organisationen Compact, Foodwatch und Mehr Demokratie, werden uns an das Bundesverfassungsgericht, um das zu verhindern und um Überprüfung zulassen, ob CETA mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Unterstützen Sie die Bürgerklage. So funktioniert es. Erstens, drucken Sie diese Vollmacht aus und unterschreiben Sie persönlich noch einmal nach. Senden Sie das Formular mit frankierten Umschlag an das oben angegebene Postfach, das ich Ihnen bereits genannt habe. Vollmacht für die Einreichung einer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Hiermit erteile ich Herrn Professor Dr. IUR Bernhard Kempen, Rheinblick 1, 53424 in Remagen, Vollmacht, mich vor dem Bundesverfassungsgericht in dem Verfahren der Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zum Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA zwischen Kanada und der Europäischen Union, gegen die Begleitgesetze zum vorgenannten Vertrag, gegen die Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat der Europäischen Union zur Unterzeichnung und zum Abschluss des vorgenannten Vertrages, gegen die Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat der Europäischen Union zur vorläufigen Anwendung des vorgenannten Vertrages zu vertreten und alle erforderlichen Prozesshandlungen vorzunehmen. Die Vollmacht umfasst Anträge auf einstweilige Anordnungen, die Rücknahme der verfassungsprozessualen Rechtsbehelfe sowie die Hinzuziehung weiterer Bevollmächtiger unter Vollmacht. Ich versichere volljährig und im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit zu sein. Die Teilnahme an der Verfassungsbeschwerde ist für mich. Kommen wir zum nächsten. Und zwar hat die Linksfraktion, die gesamte Linksfraktion im Bundestag, eine Verfassungsbeschwerde ebenfalls dem Bundesverfassungsgericht gegeben, wo alle Abgeordneten der Fraktion der Linken unterschrieben haben und eine Klage machen gegen das CETA-Freihandelsabkommen. Das ist eine auf 69 Seiten dotierte Verfassungsbeschwerde der Fraktion der Linken im Bundestag, die ich jetzt hier im Moment nicht einzeln weiter verlesen werde. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag oder Abend. Vielleicht ermutigt Sie auch diese Ansprache von mir, sowie auch ein paar hundert andere tausend Bürgerinnen und Bürger, auch an der Verfassungsklage deutschlandweit teilzunehmen, die von dem bürgerlichen